Hallo und herzlich willkommen zu Belletristik fürs Volk. Mein Name ist Max. Ich muss erstmal ganz kurz sorry an der Stelle sagen, letzte Woche gab es kein Video. Wir waren in Urlaub in Frankreich und wir waren zelten. Ich wollte dort eigentlich auch ein Video machen, aber es hat nicht so ganz geklappt mit der Technik. Also wir hatten keinen Strom und deshalb war es dann ein bisschen schwer mit den Videos. Also sorry an der Stelle, aber jetzt geht's wie ganz gewohnt weiter. Und zwar heute will ich direkt wieder starten mit einer Buchbesprechung. Und zwar mit einem ganz besonderen Buch, was ich in diesem Urlaub gelesen habe. Und zwar Eroberung von Laurent Binet. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Auf jeden Fall ein Franzose, der gute Herr. Genau, Eroberung heißt dieses Buch. Und das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Denn viele Bücher leben davon, dass sie dieses Was-wäre-wenn-Szenario besitzen. Ne? Zum Beispiel, was wäre, wenn es eine Schule gäbe für Zauberer. Das wäre super cool und das ist ein super starkes Was-wäre-wenn-Szenario. Und das ist natürlich Harry Potter. Und dieses Buch, hier Eroberung, spielt mit dem Szenario, was wäre, wenn die Inka, also die südamerikanischen Ureinwohner und mittelamerikanischen Ureinwohner, also die Inka, sind südamerikanische Ureinwohner, aber spielen auch andere wie die Azteken eine Rolle und die kommen aus Mittelamerika. Und was wäre eben, wenn diese Kulturen Europa erobert hätten? So, und das ist das Szenario in diesem Buch und das ist super, super interessant. So, und dieses Buch zeigt so ein bisschen, was quasi hätte passieren müssen, damit das passiert, damit die Inka in Europa einfallen und zeigt dann eben auch diesen Verlauf dieser Eroberung. Und das ist super interessant. So, und dieses Buch ist aufgeteilt in 4 Abschnitte. Und zwar im ersten Abschnitt ist es so, ich werde jetzt nicht super viel über den Inhalt verraten, das ist ja eine Buchbesprechung, also ihr sollt das Buch noch lesen können, aber ich werde ein bisschen das einfach anreißen. Und zwar ist es im ersten Abschnitt so, dass die Wikinger eben rübersegeln, aber nicht nur bis nach Grönland kommen, sondern dass sie quasi bis ganz nach unten segeln, dass sie eben auch Südamerika besuchen. Und das hat ein paar ganz entscheidende Folgen. Zum einen zeigen sie den Ureinwohnern, wie man Eisen bearbeitet. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn darauf beruht natürlich technischer Fortschritt und darauf beruhte sehr viel technischer Fortschritt in der damaligen Zeit. Das ist das eine, wir haben diese Eisenbearbeitung. Und das zweite, was im Buch gar nicht so eine relevante Rolle spielt, was aber auch extrem wichtig ist, die Wikinger immunisieren die Ureinwohner von Amerika. Denn als zum Beispiel Kolumbus gelandet ist, sind sehr viele Ureinwohner gestorben an Seuchen, die die Europäer mitgebracht haben, weil die Immunsysteme der Ureinwohner einfach nicht dafür bereit waren. So, und durch die Ankunft der Wikinger in dieser frühen Zeit werden eben verschiedene Volksgruppen bereits immunisiert für Krankheitserreger, die eben in Europa kursieren. So, das sind die beiden Dinge, die die Wikinger schon mal beigetragen haben. So, dann ein paar hundert Jahre später fährt Kolumbus nach Südamerika, aber in diesem Buch, in Eroberung, kommt er niemals, also er kommt an, aber er kommt nicht mehr zurück. So, und das hat eben die Folge, dass die Europäer denken, ja gut, in diese Richtung gibt es nichts. Vielleicht liegt da irgendwo Indien, aber es lohnt sich nicht rüberzufahren, denn dieser Kolumbus ist niemals angekommen. Und so machen die Europäer keinen Versuch, eben nochmal den Atlantik zu überqueren. Das sind die ersten beiden Abschnitte. Wir haben einmal die Wikinger, wir haben Kolumbus. Und dann dreht sich alles um Atahualpa, einen König der Inka. Und dieser König erobert dann eben Europa. So, ich möchte das jetzt mal so stehen lassen, weil ich möchte nicht zu viel über den Inhalt verraten, weil ihr wollt das Buch ja auch noch lesen. Ich sage nur so viel, Gold spielt eine sehr wichtige Rolle. Ne? Denn was hat Südamerika zur damaligen Zeit ganz viel und was hat Europa eher wenig? Gold. So, aber den Rest möchte ich nochmal offen lassen. Und dann haben wir aber auch noch den 4. Abschnitt in diesem Buch und da wird quasi erzählt, wie ein junger Spanier dann diese Welt erlebt, in der die Inka Europa beherrschen. Also super interessantes Buch, was extrem von diesem Was-wäre-wenn-Szenario lebt. Aber das ist auch nicht das Einzige, was das Buch besonders macht, sondern auch die Erzählform ist sehr besonders. Es ist nämlich, es wird in verschiedenen Formen erzählt. Wir haben einmal diese Sagenform,
wo quasi ein Historiker der Inka ja berichtet, wie es damals abgelaufen ist. Also erzählt das, als wäre er ein Historiker und in Sagenform. Und da wird zum Beispiel keine wirkliche Rede verwendet, wenn in dieser Form erzählt wird. Aber das ist ganz interessant. Zuerst denkt man, okay, wörtliche Rede muss eigentlich sein, damit man sich irgendwie mit den Charakteren verbunden fühlt. Aber das macht der Autor nicht. Also wörtliche Rede finden wir sehr, sehr wenig in diesem Buch. Was wir aber zum Beispiel haben, sind immer wieder Briefaustausche. Also so wird den Charakteren eine Stimme verliehen, in dem dann wieder ein Kapitel kommt, wo wir einen Briefaustausch zwischen zwei Figuren haben. Und das ist ganz interessant. Und was auch noch super interessant und auch witzig in diesem Buch ist, dass natürlich sehr viele echte historische Figuren vorkommen und irgendwie mit den Inka interagieren. Und ja, das ist auch einfach super interessant. Wir haben zum Beispiel Luther, der in diesem Buch vorkommt. Wir haben Karl den V. Wir haben Florenzo den Medici. Also ganz viele historische Figuren, Jakob Fugger, die damalige Zeit maßgeblich geprägt haben, kommen in diesem Buch und interagieren mit den Inka. Und das ist super spannend, super witzig, super interessant zu lesen. Und der Autor Binet nimmt es sich auch raus, quasi historische Sachen ein bisschen zu manipulieren mit einem Augenzwinkern. So haben wir zum Beispiel die 95 Sonnenthesen, die in Deutschland an eine Kirchentür genagelt werden. Oder wir haben einen Briefaustausch zwischen Erasmus und Thomas More, den es wirklich gegeben hat. Aber hier unterhalten sie sich eben über diese Sonnenreligion, die die Inka mitbringen. Und Erasmus steht dieser Religion sehr offen gegenüber und Thomas More eher nicht. Und das ist ganz interessant, weil das lässt sich eben auch übertragen, ja, auf ihren echten Briefaustausch, wo es aber eben um Protestanten und Katholiken ging. Ja, auf jeden Fall ein super interessantes Buch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall steckt hier noch sehr viel mehr drin, was ihr noch lesen könnt, was ihr noch erkunden könnt. Ganz klare Empfehlung, super spannend, super interessant. Ja, das war es auch wieder mit dem heutigen Video. Jemand aus den Kommentaren hatte sich gewünscht, dass ich mal mein Bücherregal vorstelle. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob es das nächste Video wird, aber auf jeden Fall eines der nächsten Videos. Vielleicht sehen wir uns in dem Video dann auch schon wieder. Und bis dahin, danke und tschüss.